Hallo alle zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich werde ja öfter mal gefragt, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn, auf der einen Seite soll ich aussteigen aus dem System? Wie soll ich da raus? Auf der anderen Seite, wie soll sich da irgendwie in der Welt noch irgendwas ändern? Da kommt es ja immer, solange alle so weitermachen wie bisher, wird sich nichts ändern. So. Und da dachte ich mir, ich erzähle vielleicht einfach mal, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, wie das bei mir war mit dem, ich sag ja eher Einsteigen in ein freudvolleres, inhaltsvolleres Leben als Aussteigen. Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich kenne dieses Leben auch ganz normal, eine Wohnung, zwei Autos, zwei Fernseher, bla bla bla. Ich war damals als Kommunikationstrainer selbstständig, hat auch gut geklappt. 400 Euro Tagesgage plus Spesen plus Kilometergeld. Hast du eine Woche gearbeitet, kamst mit 2.500 Euro heim. So, also von daher war doch alles schick. Für die Gesellschaft toll. Dann war es der Punkt, wo meine Frau mich verlassen hat. Während ich auch im Training war, habe ich das quasi am Telefon herausgehört und dann schlimme Zugfahrt heim und naja, auf jeden Fall war das für mich mit so der schmerzvollste Prozess, den ich im Leben durchlebt habe. Auf einmal war alles weg, alles war tot, alles war unwichtig, alles was vorher so toll war, war auf einmal weg. Alles was noch da war, war nur noch ein Bewusstsein, hey, alles rundherum ist fertig, ich bin immer noch da. Das war alles. Einfach nur. Ja. Daraufhin brauchte ich dann oder habe mir dann halt eine Auszeit genommen, war auf dem Jakobsweg ein Stückchen unterwegs, habe dort den Entschluss gefasst, mir den Bus zu kaufen. Damals noch mit dem Hintergedanken, mache ich weiter Kommunikationstraining, ich brauche halt dann nicht mehr so viel Geld, ne? Ich brauche nicht mehr so viel zu machen, da mache ich halt nur noch 2, 3, 4, 5 Stück im Jahr und dann reicht das, um zu leben. Und kann sogar noch mit dem Bus hinfahren, konnte das sogar noch damals noch mit Existenzgründung gut verkaufen, dass das ja nochmal einen Wettbewerbsvorteil bietet, wenn ich mit dem Bus dahin fahre und die mir kein Hotel bezahlen müssen. So. Das war für mich so der Anfang. Dann habe ich meine Energie da reingesteckt, den Bus umzubauen. Und dann hat sich das alles so Stück für Stück. Dann wollte ich diese Seminare, die ich da gemacht habe als Kommunikationstrainer, die wollte ich so in der Form gar nicht mehr machen, weil es alles mit meinem Gewissen nicht mehr so zusammengepasst hat. Es hat sich alles neu, ich musste ganz neu im Leben ankommen und überlegen, was, wo sage ich ja, wo sage ich nein. Mit dem Hintergedanken natürlich so, dass mir so dieses Gefühl oder dieses Nicht-Gefühl will ich nicht mehr erleben. Auf der einen Seite wünsche ich das keinem, sowas zu erleben. Auf der anderen Seite, was wäre die Alternative? Oder auf der anderen Seite wünsche ich es den Leuten schon, wie ich schon in dem Video hier euch allen ein fröhliches Burnout gesagt habe, lieber auf diese Art und Weise als durch Krieg oder durch schwere Krankheit, bevor man anfängt, sein Leben einfach mal selbst zu hinterfragen. Und der Knackpunkt bei der ganzen Sache ist heute so relativ einfach zu sehen. Worum dreht sich alles in der Welt da draußen so? Ums Geld. Und Geld ist meine investierte Lebenszeit. Und jeder muss für sich entscheiden, inwieweit investiere ich meine Lebenszeit da rein, Geld um jeden Preis zu verdienen, nur damit ich einen, oder ich sage jetzt mal nicht nur, sondern damit ich einen gewissen Lebensstandard, wie er so als normal gilt in der westlichen Welt, aufrechterhalten kann. So, heute ist es aber bei den meisten, oder so war es bei mir dann nachher auch, als ich dann da überlegt habe, was mache ich denn, wie geht es denn weiter, dass man doch eher dann so viel Zeit investieren muss. Ich habe ja dann keine Kommunikationstrainings mehr gemacht, war wieder auch normal als mal Bauarbeiten und solche Sachen. Und da musst du so viel Lebenszeit investieren, dass ja gar nicht mehr wirklich viel zum Leben übrig bleibt. Du bist fertig, da musst du noch die ganzen Rechnungen bezahlen, kommst heim, bist platt. Und das
Das muss jeder selbst wissen. Will man das wirklich machen? Diese Grenze, wie viel Zeit investiere ich dafür rein, Geld zu investieren? Wo ich sage, bis dahin tut es mir gut und dann tut es mir nicht mehr gut. Inwieweit geht man darüber hinaus, um einen Standard aufrechtzuerhalten, wo man von klein auf so kennt und meint, das muss so sein? Und da kann ich heute nur sagen, das muss nicht so sein. Man kann mit viel weniger, mit einem viel einfacheren Leben, ein viel freudvolleres, viel erfüllteres, viel glücklicheres Leben haben. Gerade weil man dann die Möglichkeit hat, ich tue das runterschrauben. Hier wäre die Grenze, wo ich sage, da tut mir noch mehr für Geld arbeiten, tut mir nicht gut. Ich kann heute hier, ich arbeite so viel und habe den Rest Puffer immer noch für alles, für meine Kreativität auszuleben, Lieder zu machen, dieses mal was zu malen, andere Themen, mich damit zu beschäftigen, was mich interessiert. Und somit, um mein Leben inhaltsvoller, mit tollen Erfahrungen zu machen, brauche ich kein Geld, da brauche ich Zeit. Und das ist der Punkt, den jeder für sich selbst entscheiden muss. Und das ist auch der Punkt, wo man aussteigen kann. Wenn man davon redet, aussteigen, hier, wie weit mache ich mit? Da ist der Punkt, wo ich sage, ich kann, das fühlt sich jetzt unangenehm an, wenn ich da jetzt noch mehr so viel Lebenszeit investiere, um Geld zu verdienen. Hier kommt vielleicht der Punkt, wo ich sage, boah, jetzt wird es echt stressig. Hier kommt der Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Und hier oben ist der Punkt, wo viele sich momentan bewegen. Und sind schon lange an dem Punkt, ich kann nicht mehr, warum nicht, ich weiß nicht wie. Das senken, weniger Geld verdienen und damit aber auch den Lebensstandard senken. Darum geht's, weniger konsumieren, was für Geräte brauche ich so, was habe ich für Kosten alles. Und da ist ganz viel Spielraum. Und dann der zweite Gedanke rein, von ganz vom Anfang des Videos, wie könnte sich in der Welt hier irgendwo noch mal was ändern. Nicht, indem wir an diesem Lebensstandard hier festhalten. Das ist ja wieder, wie oft wurde es schon gesagt, wir leben hier, als ob wir die Ressourcen von vier Planeten hätten. Ganz logische Überlegungen, wo man doch gar nicht, ja, da können wir nicht ewig so weitermachen. Geht doch nicht, funktioniert doch nicht. Wollen wir als Menschheit überleben, müssen wir uns wieder in die Natur einfügen und kein Schrotthaufen, keine Müllhalde hinterlassen. Und das hängt auch wiederum unmittelbar damit zusammen, welchen Lebensstandard leben wir. Ich kann es nur von mir aus, von tiefstem Herzen, jedem empfehlen, weniger ist mehr. Einfacher ist nicht unbedingt leichter. Gerade die Übergangsphase, sich von dem allen auch innerlich zu trennen, das überhaupt mal zu verarbeiten, was man alles mitgemacht hat, was man dachte, alles zu brauchen, das ist Arbeit. Hier innen drin, da kriegt man keine Kohle für und gar nichts. Aber wenn man da durch ist, kriegt man sein Leben wieder. Muss jeder selbst wissen, was man macht. Bye.